Der Vater dieser Stute ist Steinar vom Easterberger Hof und die Mutter ist Svala, Frau Auscheli. Smaura ist schon mal ganz locker losgetötet. Mit eher besonders hohen Bewegungen. Sehr selbstbewusst, die Stute. Auf jeden Fall weiß sie, wo der Ausgang ist. So, Galopp geregelt, recht guter Sprung. Guter Raumgriff sehen wir hier. Auch recht gute Balance im Galopp. Ebenfalls im Trab, sehr taktsicher und gute Bewegungen in der Vorhand. Ja, die Stute ist mutig und selbstbewusst und lässt sich ja nicht so leicht beeindrucken. Etwas offen im Genick, aber konstante Balance zeigt sie uns. So, letzte Runde. Taper. Fürs Maurer, jetzt fange ich schon wieder an hier zu fantasieren. Sehr ansprechenden Trab. Etwas so kleinen Tölt-Ansatz in der Ecke. So, vielen Dank. Dann kann Smaura vom Weidenbach wieder eingefangen werden. Also heute hat sie sich jetzt hier eher viergängig veranlagt gezeigt. So, Takt ist auf jeden Fall klarer Viertakt. Und auch so bemerkenswert vom Interieur, dass sie jetzt eigentlich ganz gelassen hier im Schritt mitgeht. Und im Ansatz auch schon etwas zum Schreiben kommt. So, dann können wir sie hier aufstellen für die Gebäudebeurteilung. So, Smaura ist altersgerecht entwickelt, etwas quadratischer vom Typ,
mit ordentlichem Körperschwerpunkt. Genau. So, der Hals hat eine gut mittlere Länge, einen recht guten Ansatz. Ist von der Beschaffenheit her so mittel mit einem kleinen Plus. Oberlinie vom Hals ist auf jeden Fall in Ordnung. Die Schulter hat eine recht gute Länge, ist aber eher etwas steil. So, der Rücken ist von der Länge her eher auf der kurzen Seite und von der Form her etwas gerade. Von der Winkelung ist die Gruppe in Ordnung, auf jeden Fall also schräg genug. Sie verjüngt sich etwas, es ist also nicht ganz gleichmäßig in der Bemuskelung. Zurzeit ist die Balance ist in Ordnung. So, von der Beschaffenheit hat sie einen kleinen Ansatz zur tiefen Brust. Sie ist schon eher langbeinig, aber eher leicht gebaut. Die Gelenke könnten stärker entwickelt sein. Sie ist auf jeden Fall vorne rechts weich gefesselt.